Da wären wir. Los geht es, Leute. Jetzt geht es erst so richtig los. Willkommen wieder zurück zu Blazing Blade im 11. Kapitel, wo wir uns für Hector entschieden haben. Das wird sehr, sehr lustig. Übrigens, ich glaube, ich habe das gar nicht genau erzählt, ne, alles nochmal, aber es war auch ein langer Part das letzte Mal. Den Hector-Modus schaltet ihr erst frei, wenn ihr es schon einmal durch habt, ebenso wie die Wahl der Schwierigkeit. Also wundert euch nicht, wenn ihr das am Anfang jetzt noch nicht haben solltet, ne? Aber hier erwartet uns vor allem, ja, es erwarten uns knackigere Gegner, das auf jeden Fall, und alternative Kapitel. Wird alles ganz interessant. Normal soll es einen teilweise einen alternativen Blickwinkel geben, aber man kann es auch direkt machen, im Prinzip. Vielleicht mache ich irgendwann nochmal den Ellywood-Mode, ich weiß nicht. Müsste ich mal überlegen. Aber wie auch immer. Jedenfalls Hector-Mode, wie gesagt, gilt als etwas schwerer, aber wir werden viel Spaß, glaube ich, damit haben. Legen wir also los. Ein Jahr später. Also sprich ein Jahr nach Lynns Story nun inzwischen. Wo es ja ein schönes Happy End gab, muss man immer noch loben. Ganz, ganz, ganz fantastisch, die Geschichte von Lynn. Aber gut. Ein Monat ist vergangen, seit man von Marquis Ferraes Verschwinden hörte. Gerüchte und Spekulationen wuchern in den Straßen von Lycia. Das Oberhaupt des Hauses Ositia, Lord Uther, scheint jedoch kein Interesse daran zu zeigen. Das Marquis jüngerer Bruder wird seit jeher vom Volk als eigenwillig angesehen. Na toll, was auch immer das jetzt heißen soll, hm? Er und der Sohn von Marquis Ferraes, Ellywood, sind sehr gute Freunde. Ein heißblütiger junger Mann wie er. Wie er kann den Wunsch eines Freundes nicht ignorieren. Hector, der jüngere Bruder von Marquis Ositia. Eines Tages wird er sich zu einem tapferen General aufschwingen. Einem gefürchteten, willensstarken Krieger. Der Pfad, den er wählt, wird ihn an die Grenzen seiner Kraft führen. Der Hector, ein sehr beliebter Charakter. Ich mag ihn auch unglaublich gerne. Noch eine Reise, Kapitel 11. Schloss Ositia. Bruder. Muss los, Bruder. Bruder, wo ist er? Er ist hier, nicht wahr? Lord Hector, beruhigt euch doch. Keine Zeit für Worte, Ostwind, vorwärts. Also in der Tat, Bruder, muss los, was? Das reicht, Hector. Was hat das zu bedeuten? Das weißt du nur zu gut. Das Verschwinden von Marquis Ferraes. Wir haben diese Angelegenheit zu Genüge diskutiert. Die Sache hat nichts mit Ositia zu tun. Es besteht kein Grund, uns einzumischen. Unsere Teilnahme wäre nichts anderes als eine Torheit. Bei allen Mächten des Himmels, Ellywoods Vater wird vermisst. Wir wissen, dass Marquis Lahus etwas damit zu tun hat. Ich sage, wir müssen Ositias Macht dazu nutzen, dieses Geheimnis zu lüften und die Wahrheit ans Licht zu bringen. Beruhig dich endlich, du Narr. Eine Invasion wäre der reine Wahnsinn. Lycia kann sich das Chaos, das eine solche Tat nach sich ziehen würde, auf keinen Fall erlauben. Sicherlich wirst auch du dies verstehen. Pah, ich verstehe nur zu gut, Bruder. Dann bleib hier und hüte einen Thron. Bleib sitzen, bis er unter dir verrottet. Ich werde dies allein in die Hand nehmen. Lord Hector, ihr sollt eure Zunge im Zaum halten. Alles gut sein, Osven. Soll er doch gehen? Argumente zählen nicht, wenn er sich so verhält. Oh je. Er kennt seinen Bruder gut, oder? Ein alter Sturkopf, der Hector. Aber er ist auch schon ziemlich cool. Matthew, Matthew. Verdammt, wo kann er nur sein? Huch. Matthew beherrscht einfach auf einmal die Teleportation. Ich sehe schon. Hier bin ich. Du bist kein Gespenst? Also hör auf, dich in Schatten zu verstecken, als wärst du eins. Ein Gespenst und ich dachte, ich sei ein Spion. Aber wie ihr wünscht. Wie mein Milord befohlen hat, bringe ich euch den Proviant und eure geliebte Axt. Außerdem habe ich das Schweigen einiger Wachleute erkauft. Ihr könnt jederzeit durch den Hintereingang schlüpfen und verschwinden. Gut gemacht, Matthew. Sorge dafür, dass mein Bruder meine Abwesenheit nicht zu schnell entdeckt. Was? Ich dachte, ich würde euch begleiten. Du bist ein noch viel größerer Narr, als ich dachte. Glaubst du wirklich, ich würde dem Spion meines Bruders vertrauen? Wer weiß, wann du mich für eine Gefälligkeit verraten hättest. Wohin ich gehe, gehe ich allein. Psst, macht weiterhin so viel Lärm und ihr geht nirgendwo hin. Jede Wache im Palast muss das jetzt gehört haben. Ja, genug, versuch nicht mehr zu folgen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr mich für so wenig vertrauenswürdig haltet. Aber das ist von meinem Berufsrisiko. Passt gut auf euch auf, junger Meister. Na, sowas aber auch. Wie? Gibt so schnell auf? Ich träume nicht. Die Zeit ist nun gekommen. Ich muss von hier verschwinden und mich mit Ellywood treffen. Diese Taschen. Das hat Matthew nur eingepackt. Selbst für zwei Personen scheint mir das recht viel zu sein. Wie? Ha, komm raus. Ich weiß, dass du hier bist.
Nanu. Wer bist du? Zu dumm, um zu sprechen? Nun, das macht für mich keinen Unterschied. Geh mal aus dem Weg oder ich schreite über dich hinweg. Ja, man merkt, der Hector, da ist auf jeden Fall schnell, was das betrifft. Ha! Halt, Milord, steckt eure Waffe weg. Ich bin das... Matthew? Ich war mir sicher, du wärst einer von ihnen. Nun, das bin ich nicht. Ich bin nur ich und ich würde es vorziehen, auch morgen noch in einem Stück aufzuwachen. Selber schuld, was springst du auch so plötzlich aus dem Nichts hervor? Und jetzt sag mir, was du hier zu suchen hast. Ich hatte das Gefühl, dass etwas nicht stimmen würde und bin euch zu Hilfe geeilt. Mir zu Hilfe? Für den Moment bin ich bereit, diese Antwort zu akzeptieren. Oh Gott, also was sollen wir unternehmen? Unternehmen? Bezüglich was? Bezüglich dieser Kerle zwischen uns und dem Ausgang. Ich würde sagen, es sind 7 oder 8 von ihnen. Und was noch schlimmer ist, sie scheinen recht berufen zu sein. Ich weiß, ihr habt großes Vertrauen in eure Fertigkeit als Krieger, aber mein Schwertarm ist sicher nicht der stärkste dagegen und ja... Wenn du etwas zu sagen hast, Matthew, dann tu es jetzt. Ihr könnt den Hintereingang vergessen. Ich bin mir sicher, die königliche Wache würde uns gerne helfen und... Niemals! Ich dachte mir, dass ihr sagen würdet. Dann sollten wir zumindest darauf achten, nicht getötet zu werden. Wenn du willst, kannst du gerne umkehren. Um es mit euren eigenen Worten zu sagen, Milord, niemals. Ich bleibe an eurer Seite, wohin mich auch dies führen mag. Gut, dann lass uns ihnen zeigen, wo der Hammer hängt. Super. Und da geht's auch schon los, Leute. Sehr, sehr schön. Das erste Kapitel mit Hector, unserem neuen Lore-Zugang. Matthew kennen wir ja schon, auf den brauche ich nicht einzugehen. Interessant ist nur, dass er jetzt quasi wieder alles auf Null hier hat, von den Kämpfen, Siegen, Niederlagen. Das ist ganz spannend. Das wird jetzt bei allen Einheiten aus dem Lin-Mode so sein. Da sie theoretisch neue Charaktere sind intern, ist ein bisschen komisch, aber nun gut. Eisenschwert und Dietrich... Und ein D-Rang, der schon recht weit gekommen ist. Ja. Dazu braucht man echt nicht mehr viel sagen. Gleich gehe ich auf Hector ein. Wir haben hier Schützen, wir haben Soldaten, wir haben Ritter, alles Mögliche vertreten. Und der gute Wire ist der Boss, den wir erledigen sollen in dem Kapitel. Alles klar. Level 7. Als Ritter mit ordentlich Stärke und Verteidigung. Ein Blackfang jagt Hector, ja, und da kommt auch schon wieder dieser Name ins Spiel. Und dann hatten wir schon mal im Lin-Mode, ne, wer sich erinnert, bei Nils und Ninian. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber nun gut, viele Blackfang, steht ja auch überall dabei. Und eine Besonderheit hat das Kapitel leider, und das ist ein bisschen schade, das gibt es in manchen Kapiteln im Rank-Mode, dass man... hier ein Zuglimit von 0 Zügen hat, was natürlich unmöglich zu erreichen ist. Das ist nicht möglich, Leute. Und das ist tatsächlich sehr schade. Sprich, wir haben auf jeden Fall Negativzüge, es geht gar nicht anders. Und man sollte gucken, dass man es einigermaßen schnell dementsprechend spielt, damit das die Negativzüge nicht zu groß werden. Ein bisschen schade, aber nun gut. Kann man leider wenig dran ändern, ist eben so. Was will man tun, ne? Aber, Leute, jetzt auf Hector. Darauf warten sicherlich schon alle. Wir müssen eben einigermaßen schnell spielen, wie gesagt. Und das ist auch schon hier. Maki Ositias Bruder, leichtsinnig, aber loyal. Dabei hat er ein Wurfbeil, kennen wir natürlich. Und ein Wolfbeil, ja, seine persönliche Waffe. Kraft sehen. Und war ein hohes Gewicht, was für ihn kein Problem ist. Crit 5, recht zuverlässig bei der Trefferchance, alles super. Da steht das effektiv gegen Infanterie. Das ist aber Quatsch. Sowohl im Deutschen als auch im Englischen falsch übersetzt. Natürlich ist es nicht effektiv gegen Infanterie, das wäre völlig OP. Ich meine, das würde wirklich vielen Einheiten töten. Richtig böse zusetzen. Das Ding ist effektiv gegen gepanzerte Einheiten und gegen berittene Einheiten, wie man es eben gewohnt ist von diesen typischen Lordwaffen. Mit Kraft 10 allerdings deutlich über den anderen Waffen anzusiedeln, ne? Das ist schon genial. Denn selbst mit einer Verdoppelung, ja, sind wir auf Kraft 20 dann im Prinzip effektiv und das ist halt schon richtig Bombe. C-Rang ist schon super. Donner-Affinität hat er. Sehr hohe Con übrigens. Und eine Bewegung von 5, die leider nie höher wird. Das ist ein bisschen schade an Hector. Aber nun gut. Hector selbst ist als Lord mehr an einem Ritter angelehnt. Das sieht man deutlich. Er hat einen Stärkefokus, er hat einen Verteidigungsfokus. Da hat er ordentlich Punkte drin, ne? Ist ein bisschen langsam, hat wenig Glück und vor allem so gut wie keine Resistenz. Also, wird wirklich keine Resistenz, ja. Aktuell. Aber es kann daraus auch ein so gut wie keine Resistenz werden. Und vielleicht hat jemand extrem viel Glück und kriegt einfach den Resistenz-Hector schlechthin. Who knows? Und wenn wir schon dabei sind, gehen wir auf sein Maximum ein, Leute. Hector. Cooler Typ.
hat 90% KP, also es ist extrem unwahrscheinlich, dass Hector keine KP bekommt. 60% auf Stärke, auch sehr, sehr gut. Wir werden regelmäßig Stärke sehen bei ihm, das ist super, also sollte häufig passieren. Hoffen wir mal, dass es auch passiert. 45% Fähigkeit, mehr so ein 50-50 eben bei der Fähigkeit, aber gut. Es ist okay, könnte besser sein, aber ist völlig im Rahmen. Sollte so im Durchschnitt doch so ziemlich alle zwei Level-Ups Fähigkeit bekommen, das passt, denke ich. Jetzt haben wir allerdings Geschwindigkeit mit 35%, das ist sehr mager, da wird er ein bisschen große Probleme bekommen mit der Zeit. Das ist ein bisschen unschön, aber kann man nichts dran ändern. 30% Glückswachstum, nicht berauschend, aber es ist okay. Sollte er auch im Durchschnitt alle drei Level in etwa bekommen, das passt schon. Jetzt haben wir allerdings Verteidigung und da hat er 50%, das ist natürlich exzellent, zudem sein Basiswert auch recht hoch ist. Ich meine, für Level 1 auf 8 Verteidigung, das ist schon ziemlich krass tatsächlich. Und auf die Resistenz kommen wir in 25% Wachstum, das ist auch nicht ganz grottig. Das Wachstum an sich, aber die Basis natürlich ist schon grottig. Aber gut. Wir sehen, wie gesagt, klar an den Ritter angelehnt, aber Hector von den Lords schon im Durchschnitt der effizienteste, muss man sagen. Einfach, den kannst du gut an die Front stellen, ja. Der hält was aus, der macht ordentlich Schaden, auch wenn er nicht zuverlässig doppeln wird, aber der wird wenig Probleme bekommen insgesamt. Super zum Reinstellen. Und dann läuft die Sache, ja. Hector macht das schon. So, da oben können wir ein bisschen ausrasten. Da können wir eventuell die Säule gleich mal nutzen. Die Frage ist, wie wir das mit der Kiste jetzt machen. Ja? Da kann man auch entsprechend taktisch nochmal vorgehen. Sich diese Kiste krallen. Machen wir erstmal hier auf. Und nutzen die Säule auch gleich mal aus. Tatsächlich doppeln wir den hier. Und es wäre schon sinnvoll, ihn auch anzugreifen. Auf Matthew werde ich tatsächlich wenig auf Kampfperformance diesmal achten. Aber wir wollen auf jeden Fall schauen, dass Hector ein bisschen was abbekommt. Oh nein, wir haben die Animation nicht raus. Nein. Oh Gott. Ich schalte sie gleich an. Ich habe die ja manuell geregelt. Ja, die Säule gibt uns ein bisschen Avoid. Entschuldigung, die werden natürlich gleich aktiviert, ja. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen Hector-Action so auch animiert sehen, ist ja klar. Darauf verzichten wir hier nicht. Das geht auf keinen Fall. Aber hier könnte ich Matthew tatsächlich vernünftig einsetzen. Das ist ganz interessant. Auch interessant, dass sich der Dieb an sich nicht bewegt. Aber nun gut, wenn er meint. Achso, wir können hier bei Matthew leider noch keinen Sieg erringen. Das ist ein bisschen schade. Wie sieht's denn da aus? Würde ich jetzt das Wurfball nochmal benutzen, könnte man das machen. Allerdings würde ich mich hier fast schon eher mit dem Wolfball sogar kurz positionieren. Kann man den Ritter recht easy anlocken. Ja, dann machen wir das eben so. Oh nein, das ist ärgerlich. Aber gut, wenn ich jetzt Matthew reinstelle, dann müsste er ziemlich sicher auf Matthew losgehen. Dann ist das relativ harmlos. Trotzdem ist es ein bisschen dumm. Der Anfang bei Hector ist leider etwas glücksabhängig, muss man tatsächlich ein bisschen sagen. Das ist schade. Und ich, Idiot, habe jetzt wieder die Animation für ihn nicht eingestellt. Okay. Genau, auf den habe ich eigentlich mehr gewartet. Damit wir unser erstes Hector-Level-Up auch bekommen. Ein ziemlich typisches Hector-Level-Up. Heilmittel sollten wir auch gleich einsetzen. Alles klar. Ja, da war ich zum Beispiel schon sowas, ne? Der Schütze zum Beispiel hätte mich gar nicht angegriffen, hätte ich ihn jetzt schon erwischt. Und Wolfball ist das Zuverlässigste, Matthew hätte nicht erledigen können. Wir sehen leider tatsächlich, dass es leicht glücksabhängig ist. Muss mal ganz kurz gucken, wie viel Schaden macht denn ihr jetzt nochmal im Durchschnitt hier. 4 Punkte tatsächlich, 3 wären es auf der Säule selbst. Aber Matthew könnte tatsächlich jetzt ihn hier erledigen, das ist ganz clever. Zumindest. Und wenn ich das Wurfball ausrüste, sollte auch der Rest passen. Sehen wir doch mal, wie Matthew sich schlägt. Geschwindigkeit und witzigerweise Verteidigung. Na gut, okay. Gerne. Hab da nichts dagegen. Kannst du so machen. Benutzen wir also unser Heilmittel jetzt erstmal. Der Dieb wird ein bisschen brauchen dort. Und dann sollten wir gucken, dass wir einigermaßen schnell einfach zum Boss kommen. Jedenfalls tankst du einigermaßen was. Das ist okay. Also so gut das halt machbar ist. Ja, leider ist unsere Trefferquote absolut furchtbar gegen ihn. Wir könnten ihn allerdings einen Dietrich krallen, das würde schon gehen. Und ich würde sogar 2 Schläge überleben, also vom Schützen tatsächlich auch noch einen. Und das ist ganz interessant, weil wir können ihn in Dietrich nämlich abluchsen. Matthew selbst ist für das restliche Kapitel nicht mehr wirklich wichtig, da der Boss direkt freiliegt. Und ja, im Prinzip können wir auch erstmal hier ein bisschen ausrasten, ist kein Problem. Wurfball bräuchte ich tatsächlich ein bisschen mehr, ich müsste es mit dem Wolfball tatsächlich dann machen. Ist ein bisschen nervig, ist aber nun gut.
Allerdings kommst du nicht so weit wie Matthew. Sprich, mit einem kurzen Trade oder so können wir auch damit noch arbeiten. Ich stehle jetzt mal kurz doch den Dietrich hier. Das gibt auch ein bisschen Erfahrung, also warum nicht, ne? Ich habe nur das Gefühl, der steht immer gleich zurück einfach. Ach ja, und bevor ich das vergesse schon wieder, ich bin ein Held, ne? Wahnsinn. Zack, so. Bitteschön. Danke. Let's go, Hector. Kabam. Wir sehen die richtige Wucht in der Animation. Da müssen wir uns echt ein bisschen beeilen. Das kann sehr nervig werden. Da geht auf Matthew los, aber es hätte auch nicht gereicht, weil andere macht nur 3 Damage. Sehr schön, er greift uns in der Tat an. Das finde ich sogar ganz gut. Aber Matthew bräuchte leider noch ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, der Dieb macht an sich nur 3. Also wir können jetzt im Prinzip auch versuchen, durchzurushen im Prinzip. Spricht relativ wenig dagegen. Weil mehr brauche ich mir eigentlich gar nicht zu krallen unbedingt. Ich könnte jetzt hier probieren, auf Distanz zu gehen. Aber das ist vielleicht etwas dämlich. Also der Dieb will es wahrscheinlich einfach nur raus. Ich wusste gar nicht, dass er nicht mehr versucht, überhaupt zu stehlen. Mal ganz kurz gucken. Wenn ich jetzt hier stehe, dann braucht Hector... Säulen kostet uns keinen Movement. 1, 2, 3, 4, 5 doch kosten so. Wenn ich dann noch eine Säule im Weg habe, dann wären wir hier... Moment mal. 1, 2, 3, 4, 5. Doch, das geht direkt, dass ich auf der Säule stehe. Das ist gut. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, oh Gott. Das kostet so viele Züge, ne? Das ist der Wahnsinn. Viel zu viele Züge. Jetzt schon Zug 5. Das ist schrecklich. Das ist absolut schrecklich, wirklich. Ich hasse es. Jetzt schon. Einfach nur, dass es hier eine Nuller-Bedingung gibt, ist so nervig. Super nervig. Und ich lasse ihn einfach ziehen und mache das auch schnell mit Matthew und versuche etwas schneller vorwärts zu kommen. Warte, ich muss mal kurz umrechnen, ja. Dann wäre ich einen Zug schneller drüben. Weil, er könnte sich dazwischen auch noch versuchen zu heilen. Also ich könnte es tatsächlich jetzt auch direkt probieren mit dem Wurfbeil. Weil Matthew würde theoretisch ihn auch erledigen können. Dann probieren wir es doch und probieren mal die 60%, weil das würde sich... einen kleinen Tick zumindest schneller gehen dadurch. Weil lasst mal sehen, ja. Ich muss das jetzt mal ganz kurz umrechnen, sorry Leute. 1, 2, 3, 4, 5 wäre es dann. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 wären es dann nur. Also wir können tatsächlich, glaube ich, keinen extra Zug hier rausholen, oder? Außer ich ignoriere ihn jetzt tatsächlich komplett diese Runde. Wobei, dann wäre ich nur ein Feld weiter, dann wäre es halt 2 Felder Unterschied hier. Naja, das funktioniert so nicht, das ist Quatsch. Wenn Hector aber eh schon so lange braucht, kann ich es trotzdem drauf anlegen, das so zu probieren. Der Dieb macht uns sicherlich zu wenig Schaden. 8 mit Waffendreiecksvorteil. Oh Gott. Ja, wir brauchen ein bisschen Combat Ranking, bitte. Wäre auch nicht schlecht. Also, ja, auf der anderen Seite, dann ist natürlich Matthew verlässlicher. Dann macht das doch mit Matthew. Matthew müsste später nur noch die Kiste sich krallen und gut ist. Niemand wird noch aufsperren oder was weiß ich was machen, also passt alles. Aber ja, dann machen wir das tatsächlich mit Matthew jetzt. So. Alles klar. Ich finde, das ist tatsächlich etwas sichere Route, wenn man hier entlang geht. Übrigens, also... ich bevorzuge doch eher die hier. Weißt du was? Jetzt trollst du mich auch noch, ne? Das gibt's doch nicht. Jetzt stiehlt er mir... Weißt du, Dietrich will er nicht stehen, aber das Heilmittel, das will er. Ja, ist klar, ne? Ist klar, du Verrückter. Ja, Matthew wird sich eh austoben können, also im Prinzip können wir es tatsächlich drauf anlegen. So blöd ist das nicht mal. Auch wenn ich gerne mein Heilmittel zurück hätte, aber es wird sonst nur darauf hinauslaufen, dass wir uns gegenseitig unser Heilmittel klauen. Oh Gott, das ist aber eigentlich gut, wenn ich kein Heilmittel mehr habe. Ich werde getrollt. Danke. Eigentlich müsste ich ihn danach mit Hector erledigen. Ach, come on. Kann doch nicht dein Ernst sein, mein Dieb. Dein Diebes Freund hier. Das gibt's doch nicht. Unfassbar. Er legt es tatsächlich nochmal drauf an, ja, schon witzig. Ach, weil er jetzt die Säule hatte. Weil das gleiche könnte ich auch nochmal machen, aber das Combat Ranking gefällt mir gerade überhaupt nicht. Könnte sogar sein, dass ich tatsächlich kurz resette, weil das ist nicht schön fürs Combat Ranking. Überhaupt nicht, was da gerade passiert. Das ist ziemlich entsetzlich, um ehrlich zu sein. Ja, ich müsste halt... Nein. Der Heilmittel-Troll ist tatsächlich ganz, ganz, ganz fatal. Jetzt müsste ich halt beim Boss schon darauf achten, dass ich den jetzt direkt erledigen kann dann später. Warte mal, du stehst ja hier. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das ist sogar ganz gut so. Okay.
Okay, Matthew, haben wir zwar jetzt das Heilmittel nicht mehr, aber ich will auf jeden Fall noch was anderes gleich mitnehmen. Ja, es wäre sehr schön, wenn das auch klappen würde. Ich hoffe mal, da greift mich jetzt nochmal dort drüben auf der Säule an. Das würden wir noch tanken dann. Nein, du elender Troll, ne? Ich raste aus. Ich hasse diesen Dieb, ich hasse ihn. Okay, krall dir das Feuerjuwel. Das ist ja hier drin. Genau, und der sollte keine Probleme machen, aber wir müssen halt treffen. Wir sollten nicht direkt angreifen, müssen kurz warten. Also gut. Weißt du, jetzt benutzt das einfach noch so zweimal, egal. Ne? Der trollt mich einfach des Todes. Ihr seid nicht die Assassinen von Marquilaus, oder? Ihr seid zu gut, viel zu professionell. Nicht wie diese Idioten da drüben. Ihr müsst nicht alles wissen, mein kleiner Lord Hector. Ein Narvir, der sich allein aus dem Land stiehlt. Ihr werdet schon bald vermisst werden. Und niemals wieder zurückkehren. Euer Körper wird niemals gefunden werden. Hübsche Geschichte wie... Sätze. Scheint so, als wäre euer Glück aufgebraucht. Unser Glück? Was wollt ihr? Wie du siehst, bin ich nun zorniger denn je zuvor. Ich bezweifle, dass selbst ein Dutzend deinesgleichen mich aufhalten könnten. Seid bereit zu sterben. Oh, es ging sogar daneben. Sehr cool. Das sichert die Sache ganz gut ab. Hätte ich das gewusst, hätte ich doch gleich noch angreifen können im Playerface, aber gut. Bis auf den nervigen Diebestroll. Aber gut, ich meine, ich habe das Feuerjuwel und ich habe einen extra Dietrich, das ist auch nicht schlecht. Ist ein guter Deal. Dietrich ist auch einiges wert, also im Prinzip gibt sich das so ein bisschen die Waage. Ich muss nur kurz gucken. Minus 9, oh Gott, bitte nicht. Wie mache ich denn das später? Ist eine Qual. Andererseits, ich muss kurz überlegen, was eigentlich das Zugminimum dafür ist. Jetzt mal unabhängig von Crits und so, sieht das glaube ich trotzdem nicht so viel anders aus, ne? Lass mal umrechnen. Dann würde ich hier die erste Runde verschwenden, um aufzumachen. Die zweite Runde würde der mir den Weg versperren und ich müsste da durch. Vielleicht mal Runde 3, bis wir da sind, Runde 4, bis wir da durchkommen. Bis dahin ist es mindestens Runde 5 oder 6. Runde 7 für den ersten Angriff, ja, Runde 8 für den zweiten, würde ich sagen. Weil Hector ist nicht gerade schnell, also im Prinzip war im Prinzip sehr viel schneller geht's tatsächlich nicht. So oder so. Wenn man es jetzt umrechnet. Ich habe mir das grob im Kopf überschlagen, ob man tatsächlich sehr viel schneller überhaupt sein kann, weil das war jetzt natürlich vorher eine nervige Situation, aber an sich sind wir trotzdem immer eigentlich vorwärts gelaufen. Und an sich nimmt sich die Strecke auch nicht sonderlich viel. Das sieht hier zwar kürzer aus, ist es aber in Wahrheit auch nicht wirklich. Man geht hier auch nicht einen super großen Umweg. Also im Prinzip, ja, aber hier würde man ja erstmal einschlagen, ne? Da gibt es ja keine Tür. Was natürlich schon mal bedeutet, dass man hier einen ganzen Zug verschwendet. Und hier dann direkt den zweiten, weil der wäre natürlich dann gleich da. Und Matthew könnte den Typen nicht direkt erledigen, das ist klar, wenn er dann mitgeht. Der uns wahrscheinlich wieder den Weg versperren würde. Und vor allem, wenn man das Feuerjuwel tatsächlich will, ist es auf keinen Fall schneller, wenn man oben entlang geht. Da bin ich mir relativ sicher. Ich überschlag's nur gerade grob im Kopf und ich bin mir da relativ sicher. Aber hier muss man tatsächlich lucky sein mit den 92. Es geht auch gar nicht anders. Also außer wir hätten jetzt ein Heilmittel. Aber gut. Wobei, so oder so, wir hatten ja noch einen. Wir sind einem ausgewichen. Vergib mir, Lord Nergal. Oh, und schon ist ein Name gefallen, der wichtig ist. Aber gut, ich meine, man kann auch positiv sehen, es gibt ordentlich Erfahrung für Hector. Hat man ordentlich Lord-Erfahrung, gibt es später eine Variante eines Kapitels, wo man tatsächlich eine schönere Rundenbedingung hat und damit ein bisschen was ausgleichen kann. Und wir werden sicherlich einige unter der empfohlenen Zahl spielen, das ist typisch. War ja bei Lin-Mode oft genug, dass ich deutlich unter der empfohlenen Zahl nochmal war, also kein Problem. Puh, das war knapp. Ich bin froh, dass wir beide unbeschadet geblieben sind. Kommt, Milord, wir müssen Eile machen. Der Palastwache ist der Aufruhr sicher nicht entgangen. Matthew, du Galgenstrick. Du wusstest von Anfang an, dass dies geschehen würde. Was hätte ich denn tun können? Diese Meuchelmörder hätten sich nicht gezeigt, hätte ich euch nicht allein gelassen. Das mag wohl stimmen. Merk dir meine Worte, Matthew. Du kommst mit mir. Doch von jetzt an sollst du nicht länger der Spion meines Bruders sein. Ab sofort bist du mein Mann, bis zum bitteren Ende. Ja, Milord. Soll ich einen ritterlichen Eid leisten? Aus welchem Grund? Dein eigenes Wort sollte dich stark genug binden. Wohl wahr. Dann lass uns gehen, auf zu Elliot. Sehr schön. Mein Lord, Marquis, es geht um Lord Hector. Das Wort, nicht wahr? Ja, Milord, wir sammeln die Truppen, um ihn zu verfolgen.
Ja gut so, wir werden ihn ziehen lassen. Milord? Ein solch dickköpfiger Narr. Oh. Lord Uther, geht es euch gut? Mir geht's gut. Es ist vorbei. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ihr dürft euch nicht allein auf physischer Stärke verlassen. Die letzten Wochen waren keine leichte Zeit für euch. Die Angelegenheiten des Hofes haben euch den Schlaf geraubt. Ihr setzt eure Gesundheit aufs Spiel, wenn ihr so weitermacht. Ja, Oswin, ich verstehe. Vielleicht morgen werde ich einen Medikus konsultieren. Wird das deine Sorgen mildern? Ja, mein Lord, ich werde alle nötigen Vorbereitungen treffen. Oswin, wegen Hector. Ich kann dich doch mit seiner Sicherheit betrauen, oder? Selbstverständlich, mein Lord. Wenn nötig, werde ich ihn mit meinem Leben beschützen. Sehr schön, der Oswin, den werden wir auch bald kennenlernen, noch genauer. Auch ein cooler Charakter an sich. All right, gut. Hier werde ich trotzdem regelmäßig auf einen anderen Spielstand speichern. Nur um sicher zu gehen. Das beschäftigt mich jetzt schon wieder, ne? Diese Nullzüge machen mich in der Tat ein bisschen wahnsinnig. Da muss man sehr, sehr viel akribisch umrechnen. Da wird alleine schon meine Fans an Umrechnung gesehen, eine komplette Excel-Tabelle, nur um zu sehen, ob ich das Schneejuwel bei Lynn bekommen kann. Ja, so ist er, der Ranked Mode, so ist er, ne? Das ist schon heimtückisch, wenn man ihn tatsächlich vernünftig spielen möchte. Da kommt man nicht drum rum um einige Statistiken und ein bisschen Mathematik, meine Güte. Aber wie auch immer. Muss halt mal gucken, manche Zugbedingungen sind, glaube ich, sehr großzügig. Gerade jetzt so in den Kapiteln ab Eliwood Hector ist das schon so. Da kann man schon einiges mehr rausholen, wenn man möchte. Also das sollte recht schnell möglich sein. Aber trotzdem nerven mich diese Nullzüge. Aber man kann nichts dran ändern. Und so ist es halt. Aber gut, Leute. Ich würde sagen, das war's dann erstmal. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.